Ich wurde beeinflusst. Meine ganze For You-Page ist voll mit Girls, die sich Wimpern-Extensions zu Hause selbst machen. Und es sieht so einfach aus. In 3 Wochen geht es für mich in den Urlaub und am Strand möchte ich kein Make-up tragen, aber trotzdem cute aussehen. Und ich finde, mit Lashes sieht man immer put together aus. Wir haben hier ein Manga-Lash-Set aus den Wimpern selbst, einen Bond and Seal und Remover. Dafür braucht ihr noch so eine Pinzette und eine Bürste. Ich habe mir gedacht, ich mache nicht das ganze Auge, sondern nur außen, eher Fox Eyes. Das ist jetzt mein Layout, 4 auf jeder Seite. Als erstes werde ich meine Wimpern biegen, denn wie ihr seht, seht ihr gar nichts, da meine Wimpern straight nach unten zeigen. Ich biege die jetzt auch bis zum geht nicht mehr. Meine Wimpern sind up, jetzt kommt Step 1, Bond. So sieht es aus und man soll es ganz nah an die Wasserlinie auftragen, nicht durch die Wimpern ziehen, sonst verklumpt es. Na, läuft ganz gut. Es sieht aus, als hätte ich meine Wimpern minimal getuscht. Jetzt kommt die erste Wimper dran und zwar von unten. Jetzt soll man die eigenen Wimpern und die Extensions zusammenklemmen. Ich nehme mal dafür diese Pinzette, denn die sticht mir die Augen aus. Einfach zusammendrücken. Jetzt kommt die andere Seite, Step 2, Seal. Jetzt versiegeln wir die Wimpern. Okay, wow. Ich mache jetzt auf die andere Seite und dann sehen wir uns gleich. Das ist gerade ein Witz, oder? Wie schön sieht das aus? Von oben sieht man nichts und von unten spürt man auch nichts. Das hat jetzt gerade 10 Minuten gedauert. Sieht so natürlich aus und soll wohl 10 Tage halten. Ich bin gespannt, wie lange die Wimpern tatsächlich halten. Wenn sie davor schon abgehen oder crusty aussehen, könnt ihr sie mit dem Remover entfernen. Das sieht so schön aus. Ich bin beeindruckt. Wenn sie jetzt 5 Tage halten, werde ich sie auf jeden Fall für den Urlaub neu machen. Bis jetzt auf jeden Fall approved.